Oh, mit Stein, mit Stein, mit Stein. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Mad Max. Und wir haben endlich eine Chance hier. Oh, krass. Die Viecher zu besiegen. Oh, meine Güte. Willkommen bei Trend 17 TV. Meine Güte, wir haben es endlich geschafft hier. Und, na, oder auch noch nicht. Da ist noch einer. Das gibt's ja gar nicht. Was war das für ein Akt hier? Boah, krass, 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 krass. Willkommen zu einer neuen Runde. Und wir haben sie endlich geschafft, die Höhle der Sklaventreiber. Meine Güte, war das eine Aktion. So, wir wollen jetzt auch erstmal unser Wasser auffüllen hier. Wow, wow, wow. Ich habe jetzt hier wirklich drei fette Anläufe gebraucht, um die Leute zu besiegen. Also man kann wirklich einen Großteil der... So, ja, erstmal was trinken hier. Ein Großteil der Feinde hier nur mit Waffen besiegen. Also mit Faustkampf war da nichts mehr. Das muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich neu. So, und gleich nochmal... Nee, du sollst noch Wasser auffüllen hier. Komm her. Mach's leer, das Ding hier. Die haben richtig viel Wasser. Ist ja unfassbar. So, nimm die Waffe. Wasserquelle ist leer, jo. Schön leer gemacht. Schön Schrott mitgenommen hier. Wow, was für eine Aktion. So. Brecheisen. I heard tell this one who knows how to cook powder here. And if I was that one? I'd get you out of here. Are you him or not? Hör auf zu reden. Yes. Yes, I am. Seeing as you killed those two who fed me. They call me Blaskap. Hail from the Bullet Farm. Boah, krass. Ja. Im Max-Menü. Kaufe es im Max-Menü. Okay, Brecheisen kaufen im Max-Menü. Im Max-Menü. Max-Menü. Da. So. Hoffentlich haben wir jetzt genug Kohle. Werkzeuge, das war das Brecheisen. Wieso geht das nicht? Werkzeug gewährt. Vorteil erhöht seine Überlebenskraft. Schrotflinte? Das ist doch das. Ja, den muss ich befreien. Wo ist denn die? Das ist doch das Brecheisen hier. Wieso geht das denn nicht? Werkzeuge. Ach, endlich. Sauber. Geht doch. So, jetzt mach ihn auf. Get yourself to Jade's Lighthouse. They're waiting for you. So, frei. Du bist frei, mein Freund. So, Ödland-Mission Pulvergier abgeschlossen. Sehr fein. Das, wir sind einen ganzen Schritt weitergekommen jetzt endlich hier. Und ich werde mir natürlich jetzt erstmal die Höhle weiter anschauen, ob ich hier vielleicht noch was mitnehmen kann. Denn hier geht es auch noch rein. Schauen wir doch mal eben. Was fehlt uns denn noch? Ja, da sind noch zwei von sechs Teilen, die irgendwo so irgendwo noch irgendwas rumliegen. Hoffentlich keine Bärenfallen mehr. Aber das ist wirklich eine schöne Höhle, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ich mach mal die Taschenlampe an. Da! Das sieht doch gut aus hier. Da haben wir noch was gehabt. Und hier geht es auch noch weiter. Was für ein Riesenteil hier, ne? Aber hier geht es wieder raus, ne? Wie scheint. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte noch den restlichen Schrott auch noch mitnehmen. Da muss noch irgendwo was liegen. Wenn wir das jetzt auf die Schnelle finden, nehmen wir das mit. Wenn nicht, dann ist das halt so. So.
So, mal eben gucken hier. Ja, das war wirklich eine heikle Mission hier. Also das war für mich neu, dass man die Gegner ohne Waffe nicht besiegen kann. Das kannte ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Hier geht es auch nochmal runter. Haben wir hier alles gesäubert. Hier könnte noch was liegen. Da geht es runter. Da gucken wir nochmal. Hier geht es aber auch noch rüber. Ne, da geht es nicht runter. Hier geht es einmal auf die andere Seite. Schauen wir hier nochmal schnell durch. Hier noch irgendwas an Schrott für uns rumliegt. Ne, den haben wir auch schon gefunden hier, den Schatz. Sportlich wie Max ist, kommt er hier natürlich überall hoch. Und hier gehen wir auch nochmal eben rauf. Und da sind die Bärenfallen. Da müssen wir vorsichtig sein. Eieieiei. Schön an der Seite gehen, Max. An der Seite gehen. Ja. Schön vorsichtig. Vorsichtig. Oh, da sind noch mehr. Die hat man fast gar nicht gesehen hier. Da ist noch eine. Hoffentlich hat sich... nicht so schnell der Weg auch gelohnt. Nee, aber... geht das hier jetzt zum Auto? Ja, ich glaube, hier geht es zum Auto, ne? Ja, dann ist das so. Okay, dann haben wir nicht alles, aber ich will da jetzt auch nicht stundenlang suchen. Dann ist das so. Gut. War ja erfolgreich, die ganze Geschichte hier. Das Werkzeug nimmt er leider nicht mit. Okay. So, neuen Auspuff haben wir auch. So, wie schaut's denn jetzt auf? Wir könnten noch ein bisschen Wasser gebrauchen. Hier ist noch die Quelle, da fahren wir nochmal ganz schnell lang. Das war ja ganz in der Nähe. Die haben zwar soweit volle Gesundheit, aber das liegt ja nun wirklich um die Ecke. Da ist schon dran vorbei. Jawohl, hier haben wir das. Das sind schon wieder neue Leute. Oh, neuer Schrott. So, komm her. Gleich wieder neuer Schrott eingeheimst hier, dass wir unsere 300 Sachen vollkriegen hier. Sehr schön. So, gibt's her euren Schrott hier. Schön, dass ihr wieder aufgefüllt habt. Da muss noch irgendwo einer sein. Wo ist er? Da ist er. Komm her, Boy. Komm. Da komme ich nicht lang. Komme ich an die Wasserquelle? Er kommt da nicht raus. Ist ja auch cool. So, den fahren wir jetzt über. So. Da, fertig. Da halten wir uns gar nicht lange mit auf. Gib her dein Zeugs. Eine Schrot, das ist ja schon mal gut. Wasser auffüllen. Und da sehe ich auch noch irgendwas. Historisches Relikt. Jawohl.
Text. Dies ist noch immer unsere Stadt. Das sind noch immer unsere Straßen. Wir, die Unterdrückten, die Niedergestrampelten, die Verlassenen, werden nicht tatenlos zusehen. Lass die Güte des einfachen Mannes nicht durch die Handlanger gesichtsloser Reichtümer auslöschen. Wenn ihr Wasser wollt, nehmt es euch einfach. Ja, okay. Hier war sonst nichts. So, Schrotflinten-Munition. Das ist gut. Die funktioniert, alles klar. Okay. So, hier haben wir noch was. Schrott, da fahren wir jetzt als nächstes hin. Wir brauchen auf jeden Fall noch Schrott und Verbesserung für den Jack an. Ja, das heißt, wir müssen dann, glaube ich, erstmal wieder zurück, ne? Genau, wir müssen dann erstmal wieder zurück. Okay. Das ist doch auch schön. Dann machen wir uns mal wieder auf nach Hause. Vielleicht kommen wir noch irgendwo vorbei, wo wir noch ein bisschen was abgrasen können an Schrott. Scheinbar haben wir die Teile wohl zusammen jetzt, wie es aussieht. War eher mit der Baue, oder das kommt gleich noch. Die müssen wir wieder durch. Ich baue die Verbesserung an. Na, war das hier richtig? Ja. Und dann fahren wir wieder gen Heimat. Da ist noch eine... Kommen wir da hoch? Die können wir auch noch mal eben schnell mitnehmen hier, die Vogelscheuche. Boah, das war knapp. Und den nehmen wir auch noch mal eben mit. Moinsen! Before you let fly your deadly lead, let me say, I wish to thank you. You've rid this place of the roadkill through all rust. Ist auch mal ganz schön. A token. Let me show you this lovely little land of loot. Ja, gern geschehen. Aber erstmal müssen wir... So, wo war jetzt die blöde Vogelscheuche? Da oben, ne? Kommen wir von hier aus nicht ran, dann machen wir das von der Seite. Die will ich auf jeden Fall nochmal eben schnell mitnehmen. Boah, Vorsicht. Lass das Auto heil. Kann man da von hier aus irgendwie, oder? Nee, von der anderen Seite ist besser. Oh oh, gleich zwei. Fahrt mal schön weiter. Oh shit, die kommen hier nachher. Nee, dann lassen wir das mit der Vogelscheuche. Der hat aufgegeben. Unsere Höhle ist einfach zu schnell. Dann lassen wir das mit der Vogelscheuche. Nehmen wir das, was Priorität hat hier. Schön mit Nitro-Schub. There's the lighthouse. Let's see if Last Cap made it. Jawohl, so geht's schneller vorwärts.